Hey zusammen, normalerweise geht es in meinen Videos ja immer um veganes Essen, entweder indem ich einkaufe oder eben was koche. Und für mich war vegan einfach so die Entscheidung, etwas nicht nur für mich, sondern auch noch für die Tiere und meine Umwelt zu tun. Das Ganze zahlt natürlich auch auf diesen Überbegriff Nachhaltigkeit ein. Wie können wir eigentlich nachhaltiger leben, so dass wir unsere Erde im Idealfall in den nächsten 5 Jahren nicht kaputt machen? Und ich dachte mir, in diesem Video teile ich einfach mal so 9 Tipps oder persönliche Erfahrungen, wie ich versuche, nachhaltiger zu leben. Und direkt vorweg, ich bin definitiv nicht perfekt. Es gibt so viele Baustellen, an denen man arbeiten kann, aber ich finde eben auch, dass jeder Schritt in die positive Richtung ein guter Schritt ist. Und vielleicht seht ihr das Video als kleiner Denkanstoß und direkt vorweg, wenn ihr irgendwie Tipps habt, wo ihr sagt, hey, das tue ich, um irgendwie nachhaltiger zu sein, schreibt mir das Ganze gerne in die Kommentare, da kann man sich ja perfekt so austauschen. Und in diesem Sinne, fangen wir direkt an. Die Sache mit der Plastiktüte. Ich meine, mittlerweile wurden die Teile, glaube ich, verbannt, aber, und wenn ich mich noch so daran erinnere, so in der Obst- oder Gemüseabteilung, dann gab es dann diese kleinen Plastiktüten, wo man einfach das ganze Obst da reingestopft hat. Da habe ich für meinen Teil eh schon länger angefangen, die Sachen einfach so wie Paprika oder Zucchini einfach so in den Wagen zu tun, weil die werden am Ende eh zu Hause gewaschen. Oder aber sehr praktisch sind so Obstbeutel oder so Gemüsenetze. Die gibt es mittlerweile auch eben in den Supermärkten zu kaufen. Damit spart man schon mal ganz simple Verpackungen, die man so vielleicht gar nicht direkt benötigt hätte. Was die Behälter angeht, vieles, was wir in Plastik kaufen, gibt es teilweise eben auch im Glas zu kaufen, was dann eben leichter vom Recycling wieder ist. Wie beispielsweise Milch, Joghurt, ich habe jetzt sogar eben auch schon vegane Milch im Glasbehälter gesehen, also da tut sich viel und da kann man auch entsprechend mal gucken, ob man da nicht eher dann zum Glas greift. Das ist natürlich jetzt so ein Tipp, wo man sich denkt, ja klar, aber ich finde, man muss da erstmal achtsam werden, wenn man dann beispielsweise sieht, man kommt da rein in den Supermarkt. Und dann hat man da eben so das Obst, aber man hat zum Beispiel ja schon eine geschälte Melone im Plastikbehälter. Natürlich ist das cool, wenn man da unterwegs das mit zur Arbeit nimmt, aber natürlich könnte man sich auch die Mühe machen, abends einfach die Melone kurz selbst zu schneiden oder diese Tütchen, wo du eine große Plastiktüte hast und dann hast du darin noch so kleine Sachen in kleinen Plastiktütchen. Also ich für meinen Teil habe dann eben angefangen zu sagen, nee, ganz ehrlich, dann kaufe ich lieber das große Vorratspack, wo alles drin ist, anstatt diese ganz kleinen Tütchen, um eben da auch wiederum Verpackungsmüll zu vermeiden. Und wo wir schon beim Thema Verpackung sind und bevor es weitergeht mit Tipp Nummer 2. Allgemein glaube ich, diese ganze Verpackungswelt, da ist noch so viel Möglichkeit für Veränderungen da und da kann man glaube ich auch noch echt so das ganze System noch so ein bisschen verändern und genau das hat der Partner des heutigen Videos bei mir hier vor, nämlich Innocell. Die kennt ihr vielleicht von diesen Smoothie-Flaschen beispielsweise, also den Säften. Die wiederum fordern jetzt in einer Petition, dass auch Saft- und Smoothie-Flaschen wie aus diesem Einweg-PET ins deutsche Pfandsystem aufgenommen werden und diese ganze Aktion heißt Pfand für alle. Warum das Ganze? Nun, das deutsche Pfandsystem, das entscheidet selbst, welche Flaschenarten und Typen ins deutsche Pfandsystem inkludiert werden. Solche Smoothie- und Fruchtsaftflaschen sind aktuell per Gesetz eben vom Pfandsystem ausgeschlossen und die Konsequenz dessen ist, dass viele dieser Flaschen leider im Müll landen. Diese kleinen Fläschchen mit aufgenommen werden, dann hätte das Potenzial von 1,5 Milliarden Flaschen jährlich, die eben entsprechend recycelt werden könnten, weil, und das haben wir eben auch schön ergeben, wenn da Pfand drauf ist, dann werden diese Pfandflaschen zu 96% zurückgegeben. Und dadurch sieht man einfach schon, die Motivation wäre deutlich höher, die Sachen eben wieder zurückzubringen, anstatt sie einfach in den nächsten Müll zu schmeißen. Und deshalb finde ich die Aktion sehr, sehr gut. Und die Aktion selbst dahinter ist mit einer Petition gekoppelt, die seit dem 1. Oktober läuft. Und das Ziel ist, über 50.000 Stimmen eben davon zu bekommen. Heißt also, wenn ihr Lust habt und sagt, ja, das ist genauso sinnvoll, das finde ich genauso sinnvoll wie du, Philipp, dann klickt doch bitte auf den Link in meiner Infobox. Dann kommt ihr zur offiziellen Kampagnenwebsite und dann könnt ihr ganz simpel innerhalb kürzester Zeit mit eurem Namen und eurer E-Mail-Adresse eben unterschreiben und entsprechend für Awareness sorgen. Und ich habe auch schon die kleinen Spots gesehen, hier auf den kleinen Flaschen. Hier auf den kleinen Flaschen steht es auch schon, wir brauchen dich. Ich finde, das ist eine unterstützenswerte Kampagne, weil ich natürlich auch selbst mit meiner Frau und den Sachen, die wir so im Hintergrund machen, immer schauen, eben entsprechend Verpackungsmüll oder allgemein so Plastik in unserem Alltag zu vermeiden. Deshalb, Pfand für alle heißt die Aktion, schaut da gerne mal vorbei. Und wenn ihr Zeit habt, unterstützt es doch, indem ihr das Ganze ganz schnell und einfach unterschreibt. So, Punkt 4, auch die Kleinigkeiten machen den Unterschied. Beispielsweise gibt es mittlerweile auch schon Wattestäbchen aus Bambus. Also auch da gibt es mittlerweile so viele Alternativen im Regal, wo man einfach mal, wenn man nur vom Standardprodukt einfach mal nach links, rechts, oben oder unten schaut, ob es da eben nicht das Produkt aus einem Material gibt, das viel ressourcenfreundlicher oder eben ohne Plastik ist, da lohnt sich auf jeden Fall der Blick. Ein Punkt, den ich auch jahrelang komplett unterschätzt habe und mittlerweile sehr stark darauf achte, ist,
regional zu kaufen. Denn natürlich gibt es saisonal einfach manches Obst und Gemüse hier in Deutschland nicht oder eben sehr viel, wie beispielsweise Erdbeeren, Kartoffeln oder auch Äpfel. Je nachdem gibt es da eben so Spitzensaisons, Spargel gehört auch dazu, den man dann hier in Deutschland regional kaufen kann und dadurch ist der nicht nur günstiger teilweise oder es lohnt sich eben dann den Kleinbauern um die Ecke zu unterstützen, sondern natürlich hat er auch kürzere Transportwege das Ganze, womit wiederum CO2 eingespart wird, weil eben das Ding nicht erst per Flugzeug irgendwo hingeschifft, zwischengelagert und dann nach Deutschland geschifft werden muss. Wenn ihr keine Ahnung habt, was ist denn jetzt gerade regional, dann kann ich nur empfehlen, mal auf den Wochenmarkt zu gehen. Da finde ich, ist die Transparenz noch so ein Stück weit größer, wobei da natürlich auch teilweise eben internationale Sachen angeboten werden. Oder aber es gibt online perfekt so saisonale Kalender. Da könnt ihr immer ganz, ganz gut sehen, was ist denn gerade in der Saison und wo kommt das Ganze her. Und natürlich könnt ihr auch immer bei dem jeweiligen Obst, könnt ihr darauf achten, das Ursprungsland, also das Herkunftsland, wird da auch eben immer gekennzeichnet und entsprechend dann könnt ihr entscheiden, kaufe ich das regionale oder aber wie beispielsweise an Avocado oder eine Banane, gönne ich mir heute den Luxus und greife dazu. Es geht mir, wie gesagt, auch bei der ganzen, ich hoffe, dass das versteht man, bei meiner ganzen Philosophie eben nicht darum, irgendwie über Verbote nachzudenken, sondern eher meinen achtsamen Konsum, um eben zu wissen, okay, ich mache das, ich weiß aber auch, wo es herkommt und vielleicht kompensiere ich das dann, indem ich in einem anderen Bereich dann an dem Tag achtsamer bin. Das steht ja jedem frei. Es sind ja alles hier nur Denkanstöße ohne Zwang. Fleischlos glücklich und das kann ich wirklich aus voller Inbrunst sagen. Ich habe 25 Jahre lang sehr, sehr gerne Fleisch gegessen, tierische Lebensmittel und habe dann eben so die Wandlung vollzogen, weil mir irgendwie immer mehr dann aufgefallen ist, Moment mal, natürlich sterben nicht nur für die Lebensmittel die Tiere, die müssen dafür leiden, werden ausgebeutet, sondern, und das hat eben auch die Oxford University in einer Langzeitstudie, jetzt letztes Jahr kam die raus, festgestellt, dass wenn man sich vegan ernährt, hat das den größten Impact auf die Umwelt, den jeder Einzelne sozusagen leisten kann. Denn, ich muss jetzt hier kurz ablesen, damit ich die Fakten nicht über den Haufen haue, für die Herstellung von einem Kilo Rindfleisch sind über 15.000 Liter Wasser nötig. Für eine Tomate sind es eben beispielsweise nur 110 Liter. Das muss man mal in der Relation sehen. Hinzu kommt natürlich bei so einem Rind, das muss ja noch Futtermittel haben und dieses Futtermittel stammt zu einem Großteil eben aus Soja und dieses Soja wiederum stammt aus dem Regenwald beispielsweise. Also ein Großteil des Regenwaldes, der für Sojaanbau gerodet wird, das landet wiederum im Tierfutter und eben nicht bei den Veganern auf dem Teller. Und auch hier nur wieder, so ein Rind frisst in der Regel 1300 Kilo Getreide und 7200 Kilo Heu und Silage, bevor es geschlachtet wird. Und das kann man hier perfekt auf der Webseite der Bundesregierung entnehmen. Und deshalb kann ich euch auch nur ans Herz legen, wenn es muss nicht jeden Tag Fleisch sein. Vielleicht schafft ihr es sogar komplett davon wegzukommen, aber habt da auch wieder im Blick, dass Fleisch eine ziemlich umweltschädigende Ressource ist, mal ganz abgesehen vom Tierleid und natürlich auch für den Folgen auf die eigene Gesundheit, wenn man es sehr übertreibt. Weniger wegwerfen ist auch sowas, was ich mich über die Jahre erst sozusagen mich dran gewöhnen musste, weil als Student oder so macht man sich darüber keine Gedanken. Aber jährlich landen wirklich Millionen von Lebensmitteln im Müll, weil wir einfach hier in Deutschland in der guten Situation einfach leben, dass wir einen guten Standard haben, die meisten von uns. Und dementsprechend wir auch einfach viel bedenkenlos kaufen können. Die meisten Kühlschränke eben recht voll sind und man dann auch einfach Sachen überkauft, die dann am Ende weggeschmissen werden. Und da hilft, das haben wir ja im Haushalt eben auch so sehr streng mittlerweile durchgezogen, einfach damit nicht mehr so viel wegkommt, dass wir uns wirklich Wochenpläne machen, wo wir sagen, was kaufen wir diese Woche ein, was brauchen wir davon? Und bevor wir neu einkaufen gehen, versuchen wir oftmals eben vorher noch in den Kühlschrank zu gucken oder in den Vorratskeller, um eben diese Spontaneinkäufe zu vermeiden und dann zu schauen, ob man, was man aus den bestehenden Sachen, die man hat, vielleicht noch rauszaubern kann. Wir sind da auch nicht perfekt, arbeiten da aber dran und wir haben eben noch den großen Vorteil, dass wenn etwas bei uns zum Beispiel zu essen übrig bleibt, wo wir sagen, puh, das schaffen wir gar nicht mehr und die Nachbarn wollen es nicht oder was auch immer ist, dann haben wir natürlich auch noch unsere beiden Schweinedamen, Greta und Lotte, die dann zum Teil eben die Sachen noch mitbekommen. Also es wird alles bei uns mehr oder weniger verwertet, aber ich kann euch da nur den Tipp geben, macht euch einen Wochenplan, so wie Mutti es damals vielleicht gemacht hat, da habe ich damals auch drüber gelacht, aber zeigt sich, das ist sehr effektiv, wenn ihr Lebensmittelverschwendungen vorbeugen wollt. Dann Punkt zwecks Nachhaltigkeit, den hatte ich auch lange nicht auf dem Schirm, Thema Banken. Denn wenn ihr jetzt sozusagen das Geld auf die Bank packt, dann liegt das da nicht nur, sondern die Bank
arbeitet damit. Und es gibt eben viele, viele Banken, die finanzieren da irgendwelche anderen Sachen quer, geben Unternehmen eben Kredite, wo man sagt, puh, das würde ich jetzt irgendwie nicht so unterstützen. Deshalb schaut ganz genau, wohin das Geld, deshalb schaut ganz genau, was, bei was für einer Bank ihr seid und wo letztendlich das Geld wie investiert wird. Und dann könnt ihr für euch entscheiden, wenn das Ganze nicht transparent ist oder euch die Ziele dieser Bank nicht gefallen, könnt ihr einfach problemlos wechseln. Es gibt mittlerweile, und ich möchte an der Stelle wirklich keine Werbung machen, es gibt grüne Banken, aber auch da lohnt es sich nochmal genau nachzurecherchieren, zu gucken, sind die denn wirklich grün oder pflanzen die jetzt gerade nur so ein paar Bäume, um irgendwie das Image irgendwie green zu waschen. Achtet darauf, aber es gibt Anbieter auch auf dem deutschen Markt und die findet ihr recht schnell, indem ihr danach googelt. Dann gibt es natürlich noch eine riesige andere Palette, wie beispielsweise Reisen, Kleidung. Muss jetzt gerade der Flug in ein anderes Urlaubsland sein, wenn man auch gerade einfach ja, um die Ecke nach Bayern oder so fahren könnte? Oder muss man die Klamotten neu kaufen, wenn man auch Secondhand kaufen kann? Das sind so viele, kann man, muss man. Das sind, wie gesagt, das habe ich ja auch im Video schon angedeutet. Ich glaube, es gibt da einfach keinen, also ich glaube, niemand von uns kann zu 100% nachhaltig leben. Man muss im Leben Abstriche machen. Wichtig ist, glaube ich, sehr, dass man das ganze Thema achtsam angeht und sich eben auch so ein bisschen dafür öffnet, zu gucken, wo kommt das eigentlich her, was passiert damit. Und darauf dann einfach die Entscheidung trifft, zu sagen, okay, ich mache das weniger oder ich schaue, dass ich das hier anpasse. Weil wenn wir weiter alle so gedankenlos voranleben, das hat uns genau jetzt zu dieser Situation gebracht, dass die Umwelt immer mehr darunter leidet. Und ich möchte deshalb dazu aufrufen, einfach achtsamer den eigenen Konsum zu überdenken. Mit natürlich auch meinem Hintergrundwissen, dass ich selbst überhaupt nicht perfekt bin. Also bitte. Es gibt so viele Baustellen, an denen ich noch arbeiten möchte und da auch weit davon weg bin, jetzt irgendwie meine weiße Weste zu präsentieren. Auf gar keinen Fall. Also ich glaube, jeder hat da vor seiner eigenen Haustür genug, vor der er kehren kann. Wenn euch dieser Denkanstoß hier in Form eines Videos gefallen hat, freue ich mich auch über einen Daumen nach oben und wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und könnt mir mal schreiben, ob allgemein so die Themen der Nachhaltigkeit übers vegane Essen hinaus euch vielleicht interessieren würden. Gerne auch schreiben. Und ja, hier nehmen wir noch zwei weitere Videos zum Weitergucken. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns in einem neuen Video bald schon wieder. Macht es gut, bis dahin und tschüss!